Thomas Müller-Westernhagen spielt den Dorn. Und man sagt ja, häufig spielt man die Rollen am besten, die der eigenen Persönlichkeitsstruktur am nächsten sind. Da darf ich mal Ihren Nachbarn zur Linken, Ihren Regisseur Peter Brinkmann, zitieren, der gesagt hat über Sie: Die Stärken von Marius Müller-Westernhagen sind Typen, die irgendwie gebrochen, dennoch faszinierend sind und eher verquer durchs Leben gehen. Also auf Dorn, das habe ich was den immer Eindruck, das heißt. Trifft es zu. Wie ist das denn mit dir, Marius? Ich bin Schauspieler und bin dazu da, eigentlich Illusionen zu schaffen und nicht sie zu zerstören. Natürlich versuche ich, meine Persönlichkeit einzubringen in Rollen, aber ich stelle sie hinter die Rollen und nicht davor. Du gehst nicht verquer durchs Leben und bist kein Typ, der. Glaube ich nicht. Ich glaube, es wäre kokett, mich gebrochen bin ich sicher, aber es wäre, glaube ich, kokett, mich als Verlierer zu bezeichnen. Ja, aber du kokettierst doch hin und wieder schon mit den Unzulänglichkeiten deines Wesens, wenn man den Interviews glauben darf, die man immer so liest. Glaubst du Interviews? Ja, wenn du wörtlich zitiert wirst, ohne dagegen zu protestieren. Marius Müller-Westernhagen. Ich glaube, da hilft der Protest nicht viel. Da wird halt ziemlich viel Blödsinn geschrieben. Das ist ja, schon aber ein paar sind ich muss sagen, bevor wir weitermachen, muss ich sagen, dass ich mich bisher, es wird immer gesagt, die Talkshow wäre so langweilig. Ich habe mich bisher glänzend amüsiert. Vor allen Dingen hat sich der Abend für mich schon gelohnt, weil ich Yehudi Menuhin zuhören konnte. Und mich hat auch amüsiert das Gespräch zwischen Herrn Schneider und Herrn Hupka. Vor allem, weil er gesagt hat, man weiß bei Politikern nie. Ich habe vor ein paar Jahren mal gesagt, warum sollen wir uns mit Politikern auseinandersetzen, weil die sind rhetorisch und dialektisch so abgewichst. Unser einziges Argument wäre, sich mit denen zu schlagen, das wäre rechtlich nicht machbar. Also, lassen wir das lieber. Kannst du mit Argumenten schlagen? Es ist so, mit Argumenten, da seid ihr irgendwie, glaube ich, eine Ecke breiter als wir. Das ist halt dann der. Danke, aber glaube ich nicht. Das ist, da brauchen Sie sich nicht bedanken. Das ist einfach eine Frage von Trick, weil was wir gemacht haben bisher, ich glaube, in dem Gespräch ist einfach Promotion für Sie. Ich weiß nicht, ob irgendjemand im Saal hier das wollte. Meinen Sie, das ist unter dem Strich rausgekommen dabei, ja? Ja, aber es geht einfach doch nicht so, wie es ist. Doch nicht, ist eigentlich im Kreis gegangen, weil dafür ist er einfach zu smart und zu gut. Im Kreis wäre noch keine Promotion, ne? Ja, schon, irgendwie schon. Hm. Weil es wird halt populärer gemacht. Ja, da sind wir jetzt ein bisschen schon beim Kern. Marius Müller-Westernhagen, der Vielseitige, hat eigentlich zu allen Dingen was zu sagen. Vor zu 36 Dingen, doch, also die ganze Sendung über, die ganze Talkshow über, hast du eigentlich immer sehr interessiert kommentiert, hatte ich den Eindruck. Sitzt ja nur neben dir. Hab ich das? Ja, ich krieg das mit. Auch wenn du weich gekocht worden bist. Marius Müller ist vor 36 Jahren geboren worden, sollte man auch mal sagen, hat etliche Dinge gemacht, ist Sänger, Texter, Komponist, ernsthafter Schauspieler, Aussteiger, Berufsjugendlicher, kann man alles ruhig auch so sagen, nicht? Berufsjugendlicher kann ich nicht sagen. Doch. Aber am Anfang stand ja Idol der Turnschuhgeneration. Also ich trage auch keine Turnschuhe, nur Lederschuhe. Aber du hast schon gern dieses berufsjugendliche Image, denke ich mir. Wenn du deine Konzerte gibst, dann identifizierst du dich doch mit dem Publikum. Ich identifiziere mich nicht mit denen, die identifizieren sich mit mir. Das ist der Unterschied. Aber du sprichst nicht ihre Sprache ganz bewusst? Nee, mich wundert es eigentlich, dass ich sie treffe. Weil zum Beispiel bei den Sachen, die ich schreibe, ich muss sagen, dass ich meine Arbeit, egal ob ich was schreibe oder eine Rolle spiele oder einen Film mache, wie jetzt mit Peter, das ist erstmal rein egoistisch. Ich glaube, dass man nur, wenn man es ehrlich machen will, nach seinen eigenen Qualitätsvorstellungen gehen kann. Überhaupt nach seinen eigenen Vorstellungen, wie die Sache aussehen soll und wie sie dann fertig sein soll. Und manchmal hat man das Glück, das Publikum zu treffen. Sehr oft bewegt man sich vom Publikum auch weg. Aber ich glaube, es wäre sehr schlecht, dem Publikum zu folgen, weil das wäre verlogen. Wie ist es denn jetzt mit deinen Texten? Ich will dann noch mal auf diese Konzerte eingehen. Du schreibst ja, das setze ich mal voraus, sehr engagiert deine Texte. Und wenn jetzt ein Konzert stattfindet und deine Fans die Sätze, die du mit deinem Herzblut geschrieben hast, einfach so mitgrölen, tut das weh oder ist das das, was du eigentlich auch erwartest? Hast du keine größere Erwartungshaltung? Das kommt darauf an. Ich hatte 81 eine Phase, wo die Begeisterung des Publikums eigentlich in Hysterie ausartete und das war mir dann nicht mehr so recht, weil es war gar nicht mehr wichtig, was ich machte. Die Verpackung war wichtiger geworden oder das Image war wichtiger geworden als die Substanz. Mhm. Das habe ich zerstören können. Das war auch mit durch den Film, den wir damals gemacht haben, Theo gegen den Rest der Welt. Das ist in Deutschland immer ein Problem für einen Schauspieler. Wenn man eine Rolle sehr erfolgreich spielt, Raimund wird das wahrscheinlich auch wissen, dann identifiziert das Publikum einen total damit. Marius, bei dir hat es ja auch etliche
Brüche gegeben, verschiedene Stufen. Du hast Armbrüche, Bein, ja. Oh, das hoffe ich nicht. Das doch, hat es auch Zusammenbrüche. Auf der Bühne. Zusammenbrüche. Zusammenbrüche noch nicht bisher, aber das kann ja noch kommen. Ja. Auf der Bühne, was soll ich jetzt sagen? Er möchte gerne was von seinem Armbruch erzählen. Nein, er soll nicht ich habe die Startplatten nicht dabei. Nein, du hast, ich wollte auf deinen Anfang zurück. Jetzt hast du mich mit deinen Armbrüchen ganz irritiert. Du hast ja auch sehr früh, genau wie Charlotte, begonnen, mit 15 Jahren, glaube ich. Und in der gleichen Zeit, jetzt fang aber jetzt bitte nicht wieder an. Das wollte ich ja gerade ausfinden. Gut. Du sitzt da schon auf der Lauer und wartest darauf, dass ich dir irgendwas Böses tue. Ich sage dir, ich habe nicht die Absicht. Du hast mit 15 Jahren angefangen zu filmen und auch Musik zu machen. Und das war in einer Situation, wenn ich das recht in Erinnerung habe, wo auch dein Vater starb. Gibt es da irgendeinen kausalen Zusammenhang, dass du dann... Mit 14 habe ich angefangen. Mein Vater war Schauspieler, der war beim Grundkunstensemble in Düsseldorf, war ein hervorragender Theaterschauspieler. Mhm. Aber der hat halt die Schizophrenie des Berufes nicht verstanden. Das heißt, er hat sich ausnutzen lassen. Er hat nicht verstanden, die Vermarktungsregeln, die man einfach beherrschen muss, um sich zu schützen. Du hast sie verstanden? Ich glaube ja. Einfach durch die Erfahrung mit meinem Vater. Und ich wollte eigentlich kein Schauspieler werden, weil ich gesehen habe, wie der Beruf meinen Vater zerstört hat. Und mit 14 bekam ich dann ein Angebot, das war auch gleich eine Hauptrolle, das hieß Die höhere Schule, war ein Stück von Cholem Aleichem. Ich spielte einen jüdischen Jungen gleich mit einer schwarzen Perücke und einer Nickelbrille, vollkommen neuer Rasse. Mein Vater war Martin Berliner. Mhm. Meine Mutter Ida Ehre. Und bei den Dreharbeiten habe ich dann einfach Feuer gefangen. Da habe ich gemerkt, dass das wohl das ist, was ich mein Leben lang machen wollte. Und dann gab es noch mal so eine Veränderung. Du hast am Anfang deine erste LP, habe ich mir angehört. Und die ist ja sentimental, kann man sagen. Es sind Balladen, sehr sanft. Eigentlich hattest du mal eine andere Vorstellung, bevor du zum Rock gekommen bist. Nee, ich habe mit Rock, also das war ja sehr viel später alles. Ne? Ich habe also mit 14 auch angefangen, in Bands zu spielen. Und bin zur Musik gekommen, eigentlich über schwarze Musiker, über Rhythm and Blues. Mhm. Und habe dann viele Jahre in der Band gespielt, immer nebenher, halt halb professionell. Neben der Schauspielerei, neben der Schauspielausbildung. Und habe mit 20 dann aufgehört, weil immer alle gesagt haben, du musst dich jetzt mal entscheiden, entweder bist du Schauspieler oder du machst Musik. Ich habe das dann auch geglaubt, habe aufgehört und kam dann etwas später wieder zur Musik, über einen Film komischerweise, weil Roland Klick dreht den Film Supermarkt und er suchte jemanden, der einen Titelsong sagen, in Englisch Celebration hieß die Nummer damals. Mhm. Das habe ich getan und den Hauptdarsteller, der ein Laie war, synchronisiert. Und daraufhin kamen dann alle möglichen Plattenfirmen und haben mir Angebote gemacht, halt eine Platte zu machen. Und da ging halt das mit der Musik wieder los. Und mit Film auch. Und dann gab's... Entschuldigung. Sie haben vorhin gesagt, das, was Sie machen, machen Sie eigentlich weitestgehend für sich selber. Ja. Wenn man Ihre Texte vordergründig liest und nicht die Ironie mitbekommt, die damit wohl gemeint ist, ist das ein sehr starker Macho-Ausdruck? Ist das ein sehr stark chauvinistischer Ausdruck? Denken Sie nicht trotzdem manchmal drüber nach, dass, wenn die Ironie nicht verstanden wird, dass damit Dinge bei Ihrem Publikum passieren, bei Ihren Schallplattenhörern, die eigentlich wahrscheinlich nicht in Ihrem Interesse liegen? Ja, klar denke ich darüber nach. Und das ist sicher ein Problem, dass immer alles eins zu eins genommen wird. Dass es Ironie in Deutschland im Grunde genommen nicht gibt. Ich habe sogar gesagt, mein Erfolg, das hat sicher mit einem Missverständnis zu tun gehabt. Wenn ich zum Beispiel einen Song geschrieben habe über eine Art von Mann wie den Ladykiller und habe dann in dem Song die Rolle eines Ladykillers eingenommen, dann hat man gesagt, ja, der ist so. Und damit haben die Leute sich identifiziert. Aber ich glaube, wenn man irgendetwas schreibt, dann geht man immer die Gefahr ein, dass es fehlinterpretiert wird.